Hallo Freunde der analogen Unterhaltung und willkommen zu einer, ich weiß nicht, ob das eine Rezension jetzt ist, es eher eine Vorstellung, eine Sache, die es gibt, weil da will ich mir ein vollständiges Urteil noch gar nicht final erlauben, aber über das vorhandene Produkt sprechen, weil es halt auch sehr speziell ist, jetzt erkläre ich auch warum. Ihr könnt quasi diesen Fall, den wir hier gespielt haben, die Monster unter der Stadt, was ein Kriminalfall in 5 Briefen war, den es zu lösen gab, den könnt ihr so gar nicht momentan bestellen, weil das Prinzip ist, dass ihr hier ein Crime Letter Abo abschließen könnt, was hier eben der erste Fall war, dieses Monster unter der Stadt, was wir hier auch bekommen und gespielt haben. Aber man kann momentan, kann sein, dass sich das ändern wird, momentan nicht alte Fälle einfach so bestellen. Ich weiß gar nicht warum, was da jetzt das große Geheimnis ist, warum ich nicht einfach so ein Sammelpack bestellen kann. Das ist de facto Stand heute einfach nicht möglich und deswegen ist es auch schwierig, wenn wir hier über was faziten, was ihr ja gar nicht bestellen könnt. Deswegen geht es jetzt eher um dieses Prinzip. Was ist Crime Letters? Was steckt da dahinter? Und wer tut das? Also dahinter steckt auf jeden Fall Disturbia. Die haben ja auch andere so Exit-Spiele auch schon gemacht. Haben wir allerdings noch nicht vorgestellt. Ich weiß nicht, ob alle Peter mal was gemacht haben, aber ja, genau, sie stehen. Haben wir noch nicht vorgestellt. Ja. Ansonsten der Verlag dahinter ist Homunculus Spiel. Und ja, und das ist eben jetzt der Mai-Fall von Crime Letters, der aus 5 Briefen besteht. Und es ist eben, wie gesagt, ein Abo, wo er real einen Brief, deswegen, das ist halt ein richtiger Brief, der kommt im Briefkasten. Das ist ein bisschen der Gag. Also ja, Crime, der kommt und Crime, dann müsst ihr den halt aufmachen. Crime Letters ist wohl im Ausland schon, existiert es schon länger, jetzt gar nicht nur durch Corona, hat mit Sicherheit dadurch nochmal einen Push gekriegt. Ich glaube auch, dass, also so ist es in meiner Wahrnehmung einfach auch, dass natürlich auch hier man sich eben Gedanken gemacht hat, wie kann man da jetzt noch mehr irgendwie spielerisch tätig werden. Das richtet sich natürlich auch an Leute, die eigentlich gerne in Exit Rooms gehen und solche Sachen halt machen, was alles halt in Zeiten von Lockdown und so weiter schwierig war und auch weiter schwierig bleiben wird. Und das ist genau wie du gesagt hast, das ist halt das Prinzip, dass du gar nicht das Spiel am Stück bekommst, sondern eben ein Abo abschließt und kriegst dann einmal die Woche so einen Brief. Und wir haben jetzt mal das Material von einem geöffnet, da ist dann halt so ein bisschen was an Rätseln dabei, so ein, zwei Rätselchen, die es vielleicht zu lösen gibt. Und halt so ein Story. So ein Story, was halt ganz nett ist, ist es halt so Custom Print wahrscheinlich, ne, dass die wirklich Detektivbüro Hunter und Krohn haben sie jetzt halt hier für uns hingeschrieben. Da steht dann wahrscheinlich euer Name dann, wenn ihr das abonniert. Also ein kleiner Priester, das was man von diesen, das gibt es ja auch so ein bisschen auf Internet, so diese individualisierten Geschichten, wo dann den Namen der Hauptfigur irgendwie so als Geburtstagsgeschenk, sowas gibt es ja auch und das geht so ein bisschen in diese Richtung. Das heißt, es gibt tatsächlich auch die Möglichkeit, einfach so ein Crime-Abo zu verschenken. Das sage ich nämlich auch gleich dazu, ein Vorteil an diesem Geschenke-Abo ist, sind dann auch 3 Monate, also 3 Fälle, das sich dann aber nicht automatisch verlängert, weil sonst ist es halt auch hier einfach ein Abo, quasi wie ein Rätselheft, kann man sich das auch ein bisschen vorstellen. Es gibt dann halt immer diesen aktuellen Fall, der auch irgendwann abgeschlossen ist. Deswegen auch, wie gesagt, das, was wir hier zeigen, das könnt ihr gar nicht bestellen, sondern ich kann jetzt mal selber gucken, was die Ankündigung für die nächsten Monate wäre. So, hier haben wir für den August ist angekündigt, das Erbe des Seeräubers. Ja, das ist halt so eine Piratengeschichte, die 1720 irgendwie fällt und dann 300 Jahre später findet eben ein Nachfahre von diesem Piraten einen Brief und das sind dann wohl die Briefe, die man da bekommt. Im September kommt die Melodie der Verstummten. Da geht es um eine schummrige Kneipe in einem Hafenviertel. Die spielen alle in diesem fiktiven Kontinent Disturbia, wo wohl auch dann diese anderen Exit Rooms, die es vom Verlag gibt, wird, drin spielen. Und weitere Ankündigungen in Kürze. Genau. Und was sie uns halt auch gesagt haben, ist, dass das war ja, wie gesagt, der erste Fall. Und da haben sie natürlich auch ein bisschen dann noch was draus gelernt. Also sie, vor allem scheint so zu sein, dass hier im ersten Fall gab es eben noch keine gute Lösung. Und keine Hilfestellung vor allem. Es gibt dann in Zukunft auch Online-Hilfestellungen. Das ist ja immer ganz gut, wenn man irgendwo stecken bleibt. Ist immer unangenehm, verliert man dann die Lust. Also da könnt ihr euch helfen lassen in Zukunft. Und ja, da wird es halt einfach ein bisschen. Man muss sich einfach klar machen, also für wen ist das jetzt genau was, man muss sich einerseits klar machen, die Exit Rooms sind oft, sind eine sehr, wie mit dem Kosmos, die bekannteste Kosmos-Reihe, sehr komprimiert, viele Rätsel, wenig Story. Hier ist es eher
Viel Story, also hier eben im ersten Brief, da wird man auch wirklich doppelseitig in der schönen eigenen Schriftart, das ist natürlich auch mit so Kaffeekleckschen, das ist dann immer schon ganz schön gemacht. Da kriegt man dann auch eine Arbeitsanweisung für den Fall, was man sich jetzt halt hier genauer anschauen sollte und eine kleine Aufgabenstellung und dann halt noch so ein bisschen extra Zeug, eine Postkarte, Teile von einer Stadtkarte und so. Und so bleibt es dann halt auch in den Umschlägen. Also da wird halt immer, dann gibt es vielleicht mal so einen Flyer von einem Restaurant. Wie gesagt, ihr dürftet hier nicht zu erschrecken, dass ihr die Sachen seht, weil so wie es momentan ist, könnt ihr diesen Fall ja gar nicht kaufen. Ja, so geht es dann halt weiter in unterschiedlichen Schriftarten, aber halt alles in diesem Letter-Stil. Crime Letters. Also man darf da jetzt nicht erwarten, dass man irgendwelche Objekte oder so in diesen Briefen bekommt, sondern es ist schon halt, was so in Briefform und so weiter da möglich ist. Es würde auch ein bisschen, ich finde es wirklich eine sehr charmante Idee und ich würde sagen, wer wirklich gerne rätselt und wenn man in diese realen Exit-Rooms geht, dann ist es natürlich auch eine kostspieligere Angelegenheit. Und das ist es aber hier bei diesen personalisierten Briefen, die man wöchentlich bekommt, auch. Letztlich klar, der Verlag zahlt natürlich, muss die Briefe auch abschicken. Das heißt, es ist nicht eine Zustellung, sondern mehrere. Aber es kostet tatsächlich 21,90 Euro pro Monat. Und man muss mindestens 3 Monate abonnieren. Also das heißt, man kriegt dann 3 Fälle für 60 Euro. Pi mal Daumen, ja. 60 Euro. Und das muss man sich schon klar machen, halt, um dann Kriminalfälle, die auch einmalig durchgerätselt sind, in Papierform. Das ist schon für den Luxusrätsler, würde ich eher sagen, obwohl es halt einfach schon schön und sie scheinen da auch auf die Community einzugehen in zukünftigen Fällen und so weiter, aber muss ich das schon klar machen, man zahlt halt für so 5 Briefe, Pi mal Daumen für einen so einen Fall, halt doch so viel wie schon fast für ein vollständiges Spiel in Schachtel und so weiter, da muss man halt gucken. Muss man halt abwägen, genau. Das heißt auch, dass die Fälle sehr unterschiedlich sein können, mal klassischer Whodunit, dann halt auch mal wieder irgendwas Mystery, Horror. Da ist natürlich dann, wenn da mal irgendwie ein Fall den persönlichen Geschmack nicht so trifft. Ich muss zum Beispiel auch sagen, die Story hier war schon ganz okay. Da waren auch ein paar nette Rätsel dabei. Aber es hat mich jetzt auch nicht so, wow, Wahnsinn. Ich bin so gespannt, was als nächstes kommt. Ein kleiner Gag ist noch, wenn man das jetzt wirklich mitmacht, dann kann man beim vorletzten, also bevor dann im letzten Brief quasi die Auflösung auch mitkommt und das Finale, kann man beim letzten Brief dann auch dem Verlag die Lösung quasi schicken. Und wenn man eins der Teams ist, das da rechtzeitig die richtige Lösung hat, bevor man den Brief mit der Lösung zugeschickt bekommt, dann kann man sich da auch irgendwie noch auf eine Liste oder kriegt dann irgendeine Urkunde oder irgendwas kann man da dann auch noch mit. Das ist ganz nett. Also so ein bisschen interaktiver gestaltet als natürlich so ein klassisches Game, das man einfach im Laden kauft. Ja, wenn es euch interessiert, ihr könnt es euch ja mal angucken. Die haben auch so ein Affiliate-Programm, da sind wir jetzt quasi auch, machen wir jetzt auch einfach mit. Da unten gibt es so einen Link, da kriegt ihr dann einen kleinen Rabatt, wenn ihr es darüber abschließt. Und wir kriegen eine kleine Provision. Ist jetzt auch nichts Exklusives, gibt es auch bei anderen, die das auch anbieten. Aber wenn ihr jetzt uns damit unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Da bedanken wir uns natürlich. Und ja, aber wir haben, wie gesagt, auch nur diesen Fall gesehen und können jetzt nichts Aussage sagen, wie gut oder schlecht die weiteren Fälle sein werden. Das könnt ihr uns gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr schon jetzt zum Beispiel den Juni-Fall kennt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Und ansonsten, ja, interessantes Idee auf jeden Fall. Also ich finde es vor allem interessant, eben weil wir ja alle gerade oder ne, alle, die irgendwie Live-Events machen, da zählt die BerlinCon ja auch dazu. Wir sind natürlich alle gerade im Überlegen, was ist die beste Idee, wie wir das irgendwie trotzdem über die Zeit retten können, trotzdem was machen können. Den aktuellen finde ich gerade tatsächlich nicht. Also wie der laufende heißt. Da gibt es ja auch Tipps irgendwo. Und ja, und das ist auf jeden Fall zumindest eine interessante Idee. Ich finde so Briefe, ich meine, es ist auch so ein bisschen oldschoolig natürlich. Wer verschickt heutzutage noch Briefe? Aber es ist auch irgendwie charmant, ne? So ein bisschen. Na, wie so in alter Zeit so, ne? Also ich finde es als Geschenk tatsächlich auch. Also gerade dann irgendwie jemand, weil es halt dieses bisschen personalisiert ist. Ich habe es doch noch gefunden. Die Unschuld des Teufels heißt der aktuell laufende Fall. Und da haben sie das auch schon umgesetzt, was sie da versprochen haben. Da könnte ich mir jetzt, wenn ich die Briefe, also auch so schon, zu den einzelnen Briefen jeweils eine leichte und eine große Rätselhilfe anzeigen lassen. Ja, sehr charmante Idee. Tatsächlich natürlich irgendwie eher was für den gut bestückten Geldbeutel. Ja, das hat es dann tatsächlich gemein mit dem regelmäßigen Besuchen von realen Exit-Rooms. Ja, was leider halt auch nicht so richtig billig ist. Verständlicherweise. Ja. So, ist in dem das? Sinne, genau. Das schaut sich war mal an. Unser Einblick, genau, von Crime Letters, Disturbia. Eine
Quasi-Rezension. Ja, eine Quasi-Vorstellung. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.